Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Bildet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. So, wir sind in der zweiten Folge von der neuen Aufnahmewoche und an der Stelle erstmal vielen Dank, dass ihr immer so fleißig die Videos schaut. Lasst gern ein Däumchen da, schaut gern im Livestream vorbei. Immer montags sind wir hier mit Bildet live. Das heißt, da könnt ihr gerne auf Twitch vorbeikommen. Link ist in der Videobeschreibung und könnt euch das gerne anschauen. Ihr könnt live dabei sein, könnt uns unterstützen sozusagen auch mit euren Kommentaren. Da können wir so ein bisschen fasseln, wie wir was hier als nächstes machen. Ein paar Strategiepläne und so weiter und so fort. Gut, ansonsten schaue ich auch mal kleine Info zur nächsten Baufolge. Ich werde schauen, dass ich am Sonntag rum, hoffe ich, dass ich wieder live kommen kann. Und mit euch das Ganze vorplane. Oder wie gesagt, wir müssen halt mal schauen, wann wir es machen, die Vorplanung. Sobald die Vorplanung abgeschlossen ist, wird auch wieder eine neue Baufolge kommen. Also das kann ich euch schon mal sagen. Jetzt ernten wir aber erstmal weiter. Moment, jetzt ernten wir erstmal weiter und werden mal ganz kurz den Bürgermeister anrufen und dann die Frau Pfannerich. Nee, machst du nicht. Was jetzt schon wieder? Ich sag nee, du rufst jetzt nicht den Bürgermeister an. Okay. Also eigentlich wollte ich gerne den Bürgermeister anrufen. Ring, ring. Oh, hat anscheinend wieder aufgelegt. Ring, ring! Hier ist so ein Typ, der geht gerne beim dritten Mal klingeln. Ring, ring! Ja, Willi Faeser? Hallo, Herr Faeser, von Pfannerich hier. Ah, Frau von Pfannerich, schön, dass Sie anrufen. Freut mich. Was gibt es denn? Ja, also zum einen wollten wir ja nochmal sprechen. Sie meinen ja, Sie haben irgendein Angebot für mich. Und zum anderen wollte ich mich ja dann... Ich für Sie auch, genau. Ja. Und ich wollte mich dann auch so nochmal melden, weil ich hatte in der letzten Woche mit dem Bürgermeister gesprochen und der hatte irgendwie was erwähnt, dass Sie Angst hätten, mich anzurufen und dass Sie ja quasi schon Tränen in den Augen haben, wenn Sie nur daran denken, irgendwie mir wieder gegenübertreten zu müssen und ähnliches. Und da wollte ich jetzt einfach mal nachfragen, Herr Faeser, was ist denn da los? Nee, also das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Also ich würde sagen, das wäre schon ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte Angst. Aber ich wollte diese, ich, Frau Pfannerich, ich... Warum stottern Sie gerade so, Herr Pfannerich? Ja, weil ich überlege, was ich jetzt sage, weil ich möchte einfach nicht mehr, ich möchte diese Unterdrückung ihrerseits meiner Person gegenüber einfach, ich kann das nicht mehr. Sie haben Unterdrückung? Naja, passen Sie auf, Sie haben mir mehrere Male mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass ich für Sie... Naja, nicht in Frage kommen, sag ich jetzt mal, ja? Ja, da ist ja schon mal direkt die erste Frage, Herr Faeser. Warum muss man das überhaupt mehrfach machen? Warum kann man denn nicht das Nein einer Frau direkt beim ersten Mal akzeptieren? Naja, es ist ja jetzt nicht so, dass ich sie dazu irgendwas gezwungen habe, aber... Ne, also ich weiß nicht, mitten in der Nacht irgendwo auf einem fremden Hof stehen zu lassen. Ich hatte da schon ein bisschen Angst um mein Leben. Weiß ja nicht, wer da... Das war ja... sich da irgendwo in einer Ecke verkriechen und mich ins Gebüsch ziehen und dann weiß ich, was hallo, da mit ich habe mich doch mit dem Moped wegfahren sehen. Also, außerdem war das ja kein Fremdhof, es war ja bei mir. Und das Zweite ist, haben Sie sich auch mal die Frage gestellt, warum es so weit gekommen ist, Frau von Pfannerich? Was meinen Sie damit, wie weit? Dass Sie mich allein stehen lassen haben, dass meinen ich, Sie? Dass ich wortlos gegangen bin? Ja, ich gehe mal davon aus, dass Sie halt einfach nicht mit einem Nein leben konnten. Ich war einfach verletzt. Verletzt waren Sie? Ich war verletzt. Das tut mir leid. Und das meine ich jetzt nicht so verletztmäßig mit, ich habe mir wehgetan, ja, sondern ich war innerlich, also innen drin, also meine Gefühle so, also gefühlstechnisch ja. war da eine Verletzung. Ja, also eine Gefühlsverletzung hat da stattgefunden. Ja, verstehe. Ihrerseits, meinerseits. Ja, aber... Und zwar eine sehr starke. Ja, gut, aber Herr Faeser, also ich meine... Ich habe mir sagt Mühe man, gegeben. Immer so schön, ja, das kann ich auch, das wertschätze ich auch tatsächlich sehr. Also auch wenn Sie es mir vielleicht nicht glauben, aber das mache ich wirklich. Aber man kann ja nun Gefühle auch einfach nicht erzwingen. Nein, kann man nicht. Aber wissen Sie? Nee, will ich auch nicht. Aber wenn ich mir schon so Mühe gebe und dann so nett und alles zuvorkommend zu ihm bin, dann hätten Sie es ja wenigstens mir anders sagen können. Ja, aber ich habe Ihnen ihrer... ja schon dreimal anders gesagt, und, Herr Faeser. Und irgendwann naja, scheinen Sie das so ja nicht verstanden ich nicht, zu haben. Ich hab und gedacht, dann muss man irgendwann auch mal härtere Geschütze ja. auffahren. Ich habe gedacht, als Sie auf dem Moped saßen hinten und wie Sie mich da so an der Hüfte da sich so festgehalten haben, habe ich das so als gedacht so, ja okay, vielleicht ist ja da doch gerade was. Ja, da gab es halt keinen Haltegriff an diesem DDR-Mobil. Wo soll ich mich sonst festhalten, Herr Faeser? Ich wollte halt nicht auf den Boden fallen. Ja, Herr Röhrig. In welches Silo soll das rein?
Die in die Ecke hinten oder in den Fermenter? Fermenter, der an der Hausfrontseite steht. Ach so. Ja, da ja, direkt gut. Rein. Danke dann Ihnen. Mach ich das. Danke. Danke, Herr Röhrig. Ja. Jo. Der Herr Röhrig, der macht nämlich wieder grandiose Arbeit bei mir, Frau van Pfannerich. Ja, ich habe gerade so ein, also, naja, Praktikant klingt so falsch, aber ich habe gerade einen Mitarbeiter beim LU, der hier wohl gerade nur aushilfstechnisch unterwegs ist, und der macht tolle Arbeit. Ich sag Ihnen, es wurde noch nie härter und besser auf meinem Hof gearbeitet, als von diesem LU-Mitarbeiter. Das ist ja jetzt auch schon wieder so eine kleine Anspielung, dass die anderen nicht so... Ja, nicht ganz so gute Arbeit geleistet haben. Das ja. Ist nicht nur eine Anspielung, das kann ich so ruhig auch aussprechen. Frau van Pfannerich. Ja, Herr Faeser. Ich muss Ihnen jetzt ganz klar was sagen. Mhm. Ich habe das verstanden, ja, jetzt. Und es ist okay jetzt für... Jetzt erst. Nein, schon länger. Seit so. Unserem letzten Zusammentreffen. Und es ist in Ordnung für mich, ja. Ist okay. Thema ist erledigt, ja. Sagen Sie mir doch bitte, was Sie mir für ein Angebot unterbreiten wollen. Ja, eigentlich, es ging schon um das Verhältnis zwischen uns. Das, ja, jetzt wollen Angebot. Sie mir doch wieder da was anbieten, oder was? Nein, also das Wort Verhältnis ist ja nicht direkt etwas, ich meine jetzt nicht dieses sexuelle Verhältnis, was man miteinander führen kann, sondern ich meine jetzt grundsätzlich eine Verbindung zwischen zwei Menschen. Weil, Herr Faeser, ich möchte ja auch, dass wir miteinander auskommen. So, ich mag das, also grundsätzlich bin ich auch einfach nicht der Typ, der sich immer streiten möchte. Bin schon auch sehr harmoniebedürftig. Und deswegen, ich wollte Ihnen einfach nur das? Anbieten, jetzt hören Sie mir nochmal zu, Herr Faeser. Mhm. Ich wollte Ihnen einfach nur anbieten, dass man ein gutes Verhältnis miteinander führt, aber eben auf einer freundschaftlichen Ebene. Aber das habe ich Ihnen doch auch schon mal angeboten. Nee, das haben Sie. Ja, und dann sollte ich mich wieder ganz eng um Sie schlingen auf Ihrem DDR-Mobil. Ja, wenn Sie runterfallen, Sie sind die Erste, die mich verklagt. Ja, das ist gut möglich. Ja, und bei Ihren Anwälten bin ich mir nicht so sicher. Wenn die so drauf sind wie Sie, na dann, gute Nacht. Ja, Geld regiert die Welt. Ja, danke. Nee, aber Frau van Pfannerich, also das Erste, was Sie gesagt haben da. Ja, was meinen Sie jetzt mit das Erste? Na, dieses SEX-Verhältnis. Hatten Sie doch gerade was gesagt, ne? Ja. Also das ist zu 100% ausgeschlossen, ja? Also, dass wir das geklärt haben. Ich möchte, dass das vom Tisch ist, ja? Weil Sie immer so Anspielungen auch mir gegenüber machen. Das habe ich schon längst mitgekriegt. Sie glauben wohl auch, der Willi ist auf der Wurstsuppe hergeschwommen, ja? Auf der Wurstsuppe? Also sagt man stehen so bei Sie uns. Sind Sie auf Würstchen? Nein. Sind Sie vom anderen Ufer vielleicht doch? Wollen Sie mir das gerade mitteilen? Selbst wenn, wäre es nicht schlimm, wenn ich auf Würstchen stehen würde, Frau van Pfannerich. Nein, natürlich nicht. Das will ich damit oder haben auch Sie da ein Problem damit? Haben. Ich habe überhaupt kein Problem damit, aber das wäre ja dann noch besser, weil dann hätten wir das ganze Jahr dann einfach, dann wäre das ja final geklärt. Ja. Dann würde dieses Thema ja gar also nicht mehr nein, aufkommen. Ich würde die Würstchen jetzt nicht bevorzugen. Ich finde es zwar nicht schlimm, aber ich würde sie nicht bevorzugen. Aber das ist einfach ein Spruch aus meiner Region. Die Wurstsuppe halt, ne? Ich bin ja nicht auf der Wurst. Was bedeutet der Spruch denn? Ja, dass ich nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen bin. Ja, aber was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass ich nicht von vorgestern bin. Ja, wenn man sagt, ich bin nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen, ist man ganz offensichtlich ja, dass ich mich nicht verscheißern lasse. Aber wer will sie denn verscheißern? Mensch, sie wollen doch gerade andere Synonyme für Wurstsuppe haben. Ja. Ja. Naja. Und ich sag Ihnen aber, wer möchte sie denn hier verscheißern? Nee, ich versuche gerade ein ganz endgültig ernsthaftes Gespräch ist. Mit Ihnen zu führen. Ja. Ja, finde ich toll. Ich enjoy das gerade total, Frau van Pfannerich. Ja. Also für den Augenblick bin ich an keiner romantischen Beziehung interessiert. Und sehen Sie? Das ist das. Sie wollen mich trotzdem noch warm halten. Wie so ein Würstchen, was man auf dem Grill auf die zweite Etage legt, ja, obendrauf, um es warm zu halten. Das ist noch nicht so ganz verschrumpelt. Das mit dem Verschrumpeln ist, glaube ich, bei Ihnen schon so spät. Boah. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht, ja? Und man sagt ja, Männer werden im Alter attraktiver. Das stimmt. Ja, sehen Sie. Das ist richtig. Ja, sehen Sie? Ist wie ein guter Wein, der muss auch reifen. Ja, ja. Gut, aber also das ist Ihr Angebot, dass wir ein freundschaftliches, kollegiales Verhältnis führen. Ja, ganz genau. Ja, okay, können wir machen, ist kein Problem. Für den Augenblick.
Und nach dem Augenblick? Ja, das können wir dann immer noch entscheiden. Ja gut, dann machen wir jetzt erstmal den Augenblick des kollegialen Verhältnisses. Mhm. Finde ich gut, dann machen wir das so. Ja. Alles klar. Sie hatten doch auch noch ein Angebot für mich, oder? Ja, ich wollte fragen, ob Sie das Feld 22 haben möchten. Nö. Ich frage nur. Also ich hätte, wenn Sie sagen, Sie möchten das haben, hätte ich Ihnen das verkauft. Auch zu dem Preis, was das Feld kostet. Also ich hätte nicht mehr dafür gewollt. Nee, Sie wollten ja nur die Ernte drauf haben, die Erntereife, richtig? Nö. Nee, Quatsch. Deswegen ist es abgeerntet, das Feld? Ja, das habe ich abgeerntet. Ich kann es ja schlecht verrotten lassen. Aber ja, es ist halt für mich logistisch gesehen, ist es halt weit weg. Ich habe gedacht, Mensch... Ach, das fällt Ihnen jetzt schon auf? Nein, das wusste ich vorher. Das fällt schon weit von Ihrem Hof entfernt. Aber ich möchte natürlich jetzt auch... Frau von Pfannerich, es ist ja nur ein Angebot. Ich behalte es auch sehr gerne und bewirtschafte es weiter. Um Gottes Willen, es ist ein sehr ertragreiches, gutes Feld. Also ich für den Augenblick habe ich kein Interesse dran. Sie leben in ziemlich vielen Augenblicken. Naja, natürlich. Habe ich das Gefühl. Aber ich wollte Ihnen auch nur sagen, dass ich Ihnen das Feld für den Preis, was es ihm kostet, verkauft hätte und nicht für mehr. Das ist, das ist ein nettes Angebot. Das ist wirklich ein sehr nettes Angebot. Nee, kein Problem. Immer gerne. Ja. Und was würden Sie dann machen? Würden Sie dann noch andere Felder kaufen oder haben Sie einfach, merken Sie gerade, es ist vielleicht doch ein bisschen viel? Nee, viel ist es tatsächlich nicht. Also es ist alles noch gut bewirtschaftbar. Ein anderes Feld noch, finanziell aktuell nicht so drin. Da muss ich einfach ehrlich sein und von daher wäre ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Ach so, okay. Ja, aber zum Bewirtschaften, Sie wissen ja selber, Sie verfolgen diese Strategie ja selber, deswegen erzähle ich Ihnen ja nichts Neues. Man kann ja auch ein paar Früchte anpflanzen, die ein bisschen länger brauchen und schon hat man ja Ruhe vor ein, zwei Feldern. Ne? Ja. Sind Sie da auch ein bisschen auf die exotische Schiene gesprungen? Was so die Feldfrüchte angeht? Ja. Ja. Was pflanzen Sie gerade so Schönes an? Kaktus. Kaktus? Ja. Oh, kann man daraus etwa... Also so Kaktusmilch. Nee, ich meine nicht die Milch, sondern wissen Sie, Sie kennen ja den Pfanne-Eistee, ne? Ja, die Stacheln. Und das ist ja Kaktusfeige. Richtig. Und man kann die Stacheln für einen ziemlich guten Preis an die Organisation neue Stachel für Igel verkaufen, tatsächlich. Ach, das ist ja nett. Ja, und dann werden die neu aufgestachelt sozusagen. Ja. Also die Igel. Ja, aber nicht, also es geht aber nur mit bestimmten Kaktussorten, ist klar. Die müssen ja eine gewisse Härte und Länge nachweisen. Und wird das dann in die Haut von den Igeln reingestochen? Haben die da keine Schmerzen? Also da bin ich ja jetzt kein Tierarzt, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da die Igel neu aufgestachelt werden und dann wieder so ein richtig lebenswertes Leben haben. Weil es kann ja auch mal sein, so ein Igel verliert so ein, zwei Stacheln im Kampf. Ne? Ja. Wenn der sich da zusammenrollt und wird dann angegriffen oder so. War noch bei so einem Igelkampf da nicht dabei und der verliert ein paar Stacheln, kann der sich sozusagen wieder neu aufmunitionieren, also neu aufstacheln lassen. Das ist ja schön. Das ist eigentlich eine geile Sache, finde ich. Ja, das finde ich toll. Auch für die Tiere finde ich das toll. Ja, nee, da haben sie mich jetzt einmal mit. Also das ist ja wirklich schön, da freue ich mich einfach für die Tiere und dass sie da ihren Teil zu beitragen, das freut mich sehr. Und Pflegecreme. Pflegecreme? Pflegecreme. Also Aloe Vera habe ich noch angebaut. Ach so, haben sie noch angebaut. Ach so, ich dachte, die braucht man, wenn man aufgestachelt wird von den Igeln. Klar kann man auch cremen, aber die Aloe Vera habe ich hier noch mit da ins Feld gemacht. Ja. Ist eine sehr, sehr gute Pflanze, also kann man viel draus machen. Creme. Und was denn? Creme? Ja, zum Beispiel Creme oder so, sämtliche Sachen halt. Ne? Ich verkaufe das ja auch nur an die Industrie. Ich verarbeite das ja nicht selber weiter. Aloe Vera, ne? Ja. Mhm. Ja, dann behalten Sie sich ein bisschen was. Ne, das kann man auch gut unter der Hand verkaufen. Ich habe das selber, nutze ich ja die Creme. Ja, die Creme, genau, für sich selber. Creme vielleicht nutze ich kriegen selber. Sie dann doch nochmal die Falten weg. Das wäre dann das Kollagen tatsächlich. Haben Sie das auch? Das Kollagen? Mhm. Ja, aber das kaufe ich zu. Also das baue ich tatsächlich nicht selber an. Okay. Ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Ja, das glaube ich, Herr Röhrig? Ihr Fermenter ist voll. Ich kipp den ins Lager. Rest in Silo, ja? Ja, danke. Alles klar. Ja, nee, und genau. Ja, schön. Nee, also aus Aloe Vera, ne? Ist halt Aloe Vera ist aber kein Aluminium, ne? Ja doch, ich wollte gerade sagen, da kann man halt auch Profile herstellen. Das ist halt auch noch so das Nebenprodukt dann. Ne, so ein Abfallprodukt quasi. Genau, das wird die Aloe Vera wird ja ausgepresst.
Und dann wird das für die Cremes genutzt. Sehr teuer übrigens auch, ne? Weil da kommt nicht viel raus. Ja, na klar, na klar. Ja, und dann kann man da eben aus dem Abfallprodukt macht man dann so Aluprofile, die man, die kannst, können sie so für Trockenbau nehmen, wenn sie so eine Ständerwand stellen wollen oder so. Mhm. Ja, das ist interessant, Mensch. Bei Ihnen lernt man noch was, Herr Ferser. Das hätte ich ja, hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut eigentlich, ja, dass man hier wirklich noch was lernen kann. Ja. Schön. Ja, und jetzt habe ich noch, ich habe ja, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen hatten bei mir am Dings, am Hof, da habe ich ja ein Bachlauf gebaut mit einem Teich, mit einem größeren Teich von. Ja. Und da habe ich jetzt Korallen angesiedelt. Korallen? Und was wird aus denen gemacht? Der Korallen. Ja, aber also, die verkaufen sie dann als Korallen? Oder wollen sie hier so Great Barrier Reef und sie wollen, da kann man die umsiedeln dann? Ja, so, ja. Gegen, also, gegen das Aussterben des Great Barrier Reefs so? Ja, also genau, also Korallen halt. Also die ist dann fertig. Also die Koralle ist eine Koralle, ist ja eigentlich auch logisch, ne? Oder haben Sie schon mal irgendein Produkt aus Korallen gesehen? Außer nee, irgendwelche? Ich frage mich nur, was man dann macht mit den Korallen. Ja, also die, ja gut, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also einmal gibt's ja, können Sie auch die Perlen, können Sie da ernten, ne? Die Perlen für die Ketten. Perlen von Korallen? Die Korallenperlen. Ich dachte, das wären Muscheln, die Perlen machen. Das sind die Muschelperlen. Ja, ach, ja aber es gibt auch Korallenperlen. Die Korallenperlen, genau. Ah. Ja. Schön, kann man daraus auch so Verlobungsringe und so machen? Könnt ihr auch. Eine Korallenperlen-Verlobungsring ist tatsächlich sehr wertvoll, ja. Also wenn, sehr wertvoll. Wenn Ihnen jemand mal einen Korallen-Verlobungsring schenkt, dann meint er es ernst, Frau van Pfannerich. Da hat er richtig Geld in Sie investiert. Okay, na vielleicht heben Sie sich einen auf. Vielleicht brauchen Sie den ja noch, ja, noch mal. Und gleichzeitig kann man natürlich diese Korallen umsiedeln in die also da, wo die Korallen nicht mehr so schön sind, ja. Ja. Ne, wie Sie schon gesagt haben. Reef und zum Beispiel. Auch da gibt es Abfallprodukte und die verkaufe ich an Toyota. An Toyota? Richtig. Und was macht Toyota damit? Ja, den Toyota Corolla, kennen Sie den nicht? Corolla, meine ich. Ach, Corolla. Den Toyota Corolla. Der ist ja, da ist ja, da braucht man aber ja... Aber ist das nicht eher so ein kleines, so ein eher hässliches Auto? Ja gut, das ist jetzt reine Geschmackssache, das muss man mal ganz klar sagen. Also, was für Sie hässlich ist, ich meine, ganz, muss ich jetzt einfach mal so sagen, es gibt auch Frauen, die mich attraktiv finden, Sie werden es gleich kaum glauben. Ach so, ah ja, ja, da sieht man auf jeden Fall, Geschmack liegt auf jeden Fall im Auge, bis du drauf hast. Richtig. Und hat das aber was, sagen Sie, gibt es nicht hier auch dieses, so ein Waschmittel, Korall oder ähnliches? Haben Sie da auch irgendwelche Produkte? Das ist unter anderem auch, also das ist dann auch aus Abfallprodukt, also... Naja, das kann man nicht so ganz sagen. Also die Korallen, die blühen ja im Sommer. Die blühen? Unter Wasser? Ja, natürlich. Oder geht die Sonne dann der kommt so auch raus. Unter Wasser. Die Sonne geht ja unter Wasser auch, ne? Ja, haben Sie schon mal getaucht? Nee, ich bin noch nicht getaucht, aber geht dann, ist dann die Blume auch unter Wasser? Oder geht dann die Blüte halt so nach oben, so raus aus dem Wasser, dass die atmen kann? Wie ist das? Die Blüte? Ne, die Blüte wächst ja immer Richtung Licht. Also nach oben, na, logischerweise. Richtung, naja, wenn das Licht von unten kommt, würde es jetzt da unten wachsen, aber meistens kommt es von oben, ja, haben Sie schon recht. Also haben Sie da nicht so indirekte Beleuchtung irgendwie mit eingebaut? Nee, was soll das bezahlen? Nein. So. Also, ja, das scheint ja ein sehr lukratives Geschäft zu sein mit Ihren Korallen. Ja, und ja die Blüten, Sie müssen aber, man muss natürlich dazu sagen, jetzt haben wir gefragt, was exotisches Anbau, aber man muss ja natürlich dazu sagen, dass das sehr, 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 sehr langwieriger Prozess ist, ne? Bis so eine Koralle da auch mal, ich meine, die blüht ja auch nicht jedes Jahr. Und dann auf jeden Fall, wenn die Blüten oben an der Wasseroberfläche mal so ihr Näschen raushalten und mal so nach frischer Luft schnappen, zack, werden die gleich abgeschnipst und da wird dann, aus den Blüten wird dann das Korallwaschmittel gemacht, genau. Da ist, ist halt so ein multifunktionales Produkt, das ist ja das Schöne. Ich merke schon. Und jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, aber dieses Oral-B, das hat jetzt damit nichts zu tun. Wie meinst du das jetzt mit Oral? Na, wegen Oral-B und Korall und so. Wenn man das C jetzt einfach wegnimmt, so, vielleicht sowas wie das Calcium rausnimmt und dann ist es noch Oral-B oder so. Ja, also, Frau van Pfannerich, wir müssen hier die Kirche auch mal im Dorf lassen. Ja, ich bin jetzt hier kein Chemiker. Ach so, Entschuldigung, das ist dann wieder, also, okay, verstehe. Nehmen Sie es nicht für ungut, aber ich hier irgendwelche chemikalischen Verkettungen, da sind Sie jetzt hier gerade am falschen Telefonhörer. Also Entschuldigung, Sie hatten gerade den Eindruck gemacht, dass Sie gebildet sind, deswegen dachte ich,
Nee, ich bin natürlich gebildet, aber man kann ja nicht alles lernen und wissen. Also, nee, aber vielleicht über die Produkte, Willi. die Produkte, die man halt anbaut, das ist ja schon gut, wenn man da grundsätzlich viel drüber weiß. Ne? Ja, also ich weiß nichts davon, dass, was war das? Oral? Irgendwas mit Oral? Ja, Oral-B. Ach so, Oral-B. Nee, also mir ist nichts bekannt, dass irgendwas mit Oral und einem B draus gemacht wird. Okay, aber Sie wissen schon, was Oral-B ist? Das womit, ist doch, womit putzen Sie sich denn so die putzen. Zähne? Ja, ja, tatsächlich nicht mit Oral-B. Nee, sondern, wie mit heißt es bei Ihnen? Listerine? Nee, Moment, wie heißt der eine Kleber da? Uhu. Nee, der Kleber, da gibt's so einen Kleber, da könnt ihr die machen so oben auf die Zähne und dann... Ach, damit die dritten halten. Ja, und dann drücken sie die einfach nur rein und dann ist ja gut, ne? Und dann habe ich da so eine Brausetablette, da, ne? Katex, meinen Sie das, womit man auch so Bilderrahmen an die Wand kleben kann? Das kann sein, ja. Machen die auch so Zahnkleber? Dann sind das die. Ja, also ich kenne mich damit nicht aus, Herr Ferser, ich habe noch die ersten. Ja. Aber soll ich Ihnen was sagen, wenn wir jetzt schon mal bei chemischen Verkettungen sind und Sie sagen Oral-B, dann wäre ja, wenn man die chemisch jetzt weiter auflöst, bestimmte Bestandteile rausnimmt, könnte man ja sogar OB draus machen. Oh, aber... Da wären wir wieder bei Ihnen. Als Endkundin. Ja, das stelle ich mir jetzt aber eher ein bisschen kratzig vor. So eine Koralle? Ja, schon. Ja, Moment, das wird ja aufbereitet. Ja, aber inwiefern? Also. Ja. Ah, Cookie Dent! Jetzt habe ich's. Cookie Dent heißt es. Ah, ja, das habe ich schon mal in der Werbung gesehen. Das sind immer so Senioren, die Werbung dafür machen, so Ü-80-Jährige und so. Sieht man immer an den Werbespots dann. Sie haben bestimmt ich glaube sogar, ich habe den Herrn Ditscher das letzte Mal gesehen im Fernsehen. Könnte sein. Sie haben bestimmt da die Milchzähne, oder? Ja. Ich sag ja, die ersten. Die sind einfach so gut, da haben die Ärzte gesagt, top, die können wir drin lassen. Da habe ich einfach, ne, da drunter sind ja dann noch die richtigen Zähne dann. Mhm. Und wenn halt die Milchzähne mal schlecht sind und da mal dann so Löcher drin sind oder so, dann kann man die einfach rausnehmen und dann ist der zweite halt da drunter. Das ist doch super. Ja, das ist quasi doppelte Absicherung. Ja, wenn man so gute Zähne hat wie ich, Herr Ferser, aber ja. Ja, das haben halt nur die wenigsten. Nee, also das ist auch eine genetische Sache. Mit den Zähnen, meinen Sie? Ja, also es gibt so Leute, die sind einfach mit unglaublich geilen Zähnen gesegnet. Ja. Ohne dass die könnten sich wahrscheinlich eine Woche nicht die Zähne putzen, finde ich, also möchte ich nicht für gut heißen, finde ich eher abstoßend. Aber die hätten trotzdem super Zähne. Und es gibt so Leute, die putzen sich zweimal am Tag die Zähne, ne? Ja. Und gehen zweimal im Jahr zum Zahnarzt zur Kontrolle und die haben trotzdem immer was dran. Ja, das stimmt. Das ist echt. Zu welcher Gruppe gehören Sie? Wie oft putzen sich die Zähne am Tag? Also tatsächlich zweimal. Und wie oft wechseln Sie Ihre Unterhose am Tag? Meine Unterhose? Ja. Am Tag? Achso, oder in der Woche, Entschuldigung. Achso, ja. Naja. Sonntag. Auch zweimal. Achso, ja. Okay, Entschuldigung. Sonntag. Achso, zwischendurch eben. Drehen sie einfach einmal auf links, ne? Die kann man doch, die hat doch vier Richtungen. Vier sogar? Ja. Ich habe doch die Älteren aus der DDR mit Eingriff. Achso. Die können sie dann nochmal nach links und rechts. Nicht so ja, nach links aus. Und rechts umstülpen. Ah. Nee, und dann sage ich ihnen, wie es ist. Dann ist man sozusagen vier Tage frisch. Naja, und drei Tage muss man halt mal beißen. Ne? Das ist halt so. Was muss man beißen? Ja, beißen. Also ich sag mal wegen so. Den beißenden Geruch dann? Nee, die Zähne zerbeißen, auf gut Deutsch gesagt. Aber dann tut man halt einfach mal, ne? Ich sag mal so. Man muss ja auch dazu sagen, den ersten Tag, den man dann hatte, zieht man ja am Tag 5 erst wieder drüber. Und da ist ja viel schon raus, ne? Oder abgetrocknet. Ich nenne es mal abgetrocknet. Ah, das kann man dann so abkratzen, ne? So mit dem Fingernagel einfach ja, so. Ja, einfach mal richtig ausschlagen auch. Hm. Ne? Einfach mal nehmen. Wie so ein Teppich. Genau, nehmen Sie die nehmen Sie einfach mal, die schlagen Sie mal richtig aus und dann ist die auch wieder einsatzbereit. Hm. Ich meine, es kostet alles. Sie dürfen auch eine Sache nicht vergessen und das ist nicht unerheblich. Ja. Das ist eine Menge Wasser, über die wir hier reden. Ja, waschen Sie Ihre Wäsche eigentlich auch in Ihrem angelegten Teich da am Bach? Nee, wegen den Korallen geht das nicht. Ach so. Das geht nicht wegen den Korallen, sonst würde ich das da machen, aber wir haben so einen Bach in der Nähe. Ach, Sie machen das woanders und in dem Bach waschen Sie dann also Ihre Unterhosen, die Sie eine Woche getragen haben, aus? Ja, warum nicht? Ja, ich sag mal so, es ist ja schon ein bisschen eklig, die nach der Woche nicht zu waschen. Also das finde ich ja richtig eklig jetzt. Ja, nee, ich habe nur gerade dran gedacht, ich habe neulich was in der Zeitung gelesen mit so Umweltverschmutzung, Scheiße im Bach gefunden und so. Das wird mir jetzt einfach alles ein bisschen klar, wo das herkommt.
Oh. Okay. Ja, solange es nicht in der Dusche von der Fitnesscenter ist. Wie bitte? Solange es nicht in der Dusche von der Fitnessstudio ist. Ach, ist ein Insider. Ja. Vergesst es einfach. Naja, ich sag ja immer, sind Sie Formel 1-Fan? Formel 1-Fan? Ja. Ich finde, der Vettel ist ja schon hübscher. Ja, und ich sage immer noch viermal Zähne putzen, dann ist schon wieder Bahrain und dann geht das schon wieder von neun los, die Saison. Ist doch toppi. Mhm. Wie oft putzen Sie sich die Zähne, wenn ich fragen darf? Sie putzen bestimmt so. Sie sind bestimmt eine, die nach jedem Essen auch mit Zahnseide rumhantiert, oder? Nee, Zahnseide nur einmal am Tag. Machen Sie einmal am Tag? Hm. Aber ja, also halt schon so eine, also ich putze dreimal am Tag natürlich. Hm. Und dann halt auch so mit diesen Interdentalbürsten. Die benutze ich dann natürlich halt alle drei Male. Und abends dann eben immer noch zusätzlich noch die Zahnseide. Und bei allen drei natürlich auch das hier mit Listerine, ne? So dieses Mundwasser. Ach so. Ja. Ja. Hat mir letztens gar nicht so gerochen. Aber schön, wenn das bei Ihnen ganz gut, wenn Sie das gerne nehmen, finde ich. Das ist klasse. Ja, es ist super. Manche haben halt schlecht riechendes Mundwasser, andere schlecht riechendes Parfum. Auch damit kennen Sie sich ja aus, Herr Ferser. Jeder hat so seine Laster. Das stimmt. Also Ihr Parfum macht auch nicht die Welt. Ich trage keins. Gar keins? Ich gehe mal kurz zu den Schafen im Stall. Das ist dann so ein natürliches Parfum. Aber jetzt ernsthaft, tragen Sie ein Parfum? Nee. Parfum? Trage ich nicht, nee. Gar nicht? Nee. Oh. Aber ich bin halt allergisch auf vieles. So unter anderem auf Duftstoffe. Sie sind auf Duftstoffe allergisch? Mhm, und auf Wasser. Ich vermute ja eher, dass so eher die Duftstoffe auf Sie allergisch sind. Ja, das ist außer auf jeden Fall verstehen wir uns nicht. Nee, Sie und die Duftstoffe sind keine Freunde. Ja, genau. Hm? Nee, das verstehe ich. Also das kann ich schon verstehen. Aber grundsätzlich habe ich auch nicht so viele Freunde. Von daher wundert mich das auch mit den Duftstoffen jetzt nicht so. Oh. Ja. Jetzt, das tut mir schon wieder leid, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber deswegen habe ich Ihnen das ja auch angeboten, Herr Ferser. Sie sind ja jetzt Freunde quasi. Ja, okay, dann kann man vielleicht ein paar Randbedingungen klären. Wie sieht so eine, was erwarten Sie von der Freundschaft? Wie sieht so eine Freundschaft für Sie aus? Ja, also erstmal fände ich ja ein Du ganz toll. Haben Sie mir jetzt gerade das Du angeboten? Ja, ich dachte jetzt nach drei Monaten, die wir jetzt hier miteinander verbracht haben, wäre es vielleicht einmal an der Zeit. Okay. Ne? Also das nehme ich an. Ne? Fände ich super. Ja, klar. Und Und ansonsten muss man das halt einfach so ein bisschen klären. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Freundschaft, ne? Kennen Sie dieses Freundschaft Plus? Das sagt mir was. Da habe ich mal einen Film gesehen. Ja, also das gibt es ja auch immer noch bei Freundschaft. Deswegen. Ja, also es gibt. Ja, klar. Ist ein Typ. Also ein besonderer Typ der Freundschaft sozusagen. Ja, genau. Verstehe ich. Also wenn man sich da gut versteht und sich da einig ist und das so klar, dann, ach, sag ich Ihnen, das kann eine richtig feine Sache sein da. Ja. Ja. Ja, naja, nee, aber ansonsten bin ich da erstmal ganz offen, ne? Man guckt, wo so Freundschaften hinlaufen. Grundsätzlich sind so kleine Neckereien ja auch immer schön, ne? Ja, so Neckereien unter Freunden, ne? Ja. Neckigkeiten. Nee, ja, man sagt doch eigentlich, was sich neckt, das liebt sich. Das sagt man so, ja? Mhm, ich kenne auch den Spruch. Das ist aber, ich bin ein bisschen besoffen hier, wie ich hier gerade unterwegs bin. Sie sind besoffen? Was sich neckt, das liebt sich. Ah, ich sehe es gerade. Was machen Sie da? Mit der Straßenkartierung hier überhaupt nicht. Ich sehe es schon. Zurecht. So, jetzt aber dieser Weg. Cool. Sally. Ja, Willi? Klingt irgendwie schon so ein bisschen, ne? So Sally und Willi. Es klingt jetzt irgendwie, also es klingt gewöhnungsbedürftig. Wollte ich damit nur. Hm. Schon wieder falsch, das gibt's auch nicht. Also ehrlich jetzt. Sie bringen mich total aus dem Konzept hier. Ich merke das schon. Ja. Ich bin, also, ja. Mit dem Du bin ich total überrascht, Frau Sally. Muss ich ehrlich sagen. Das ist, begeistert mich. Ja, gut, nee, schön. Also dann freue ich mich ja auf eine tolle Zusammenarbeit. Ja, ich mich brauchen auch. Sie einen Lohnunternehmer aktuell? Brauchst du deinen Lohnunternehmer aktuell? Sally? Ja. Okay, super. Er ist leider auf jeden Fall in Benutzung. Okay, Sally. Nee, klasse. Ja. Ja, war nett, Willi. Aber, nee. Was sind denn deine, also, hast du denn Vorstellungen von Freundschaft eigentlich?
Ja, also ja, ich denke, es gibt schon viele Sachen, die zu so einer guten Freundschaft dazugehören. So Vertrauen, Hilfsbereitschaft, ja, sowas halt, so Loyalität, so die einfachen Sachen, oder? Also die natürlich heutzutage schwer zu finden sind, finde ich. Also klingen einfach, aber sind schwer zu finden, ja? Ja. Aber vielleicht findet man sowas ja irgendwo in den Tiefen der Sally. Ja, also... Neben so einem kleinen Plus. Grundsätzlich, ja. Ja, nee, grundsätzlich, für Loyalität und Sachen sind auf jeden Fall ja, auch aufgeschrieben bei mir. Ja, so Hilfsbereitschaft und Vertrauen, ja. Und... Wissen Sie, die guten Freunde, die man an einer Hand abzählen kann, soll ich Ihnen was sagen, die könnten mich mitten in der Nacht, könnten die mich anrufen und sagen, du, ich bin gerade hier irgendwo im Nirgendwo, ich schicke dir einen Standort und ich würde da losfahren, egal wann es wäre, egal wo es wäre. Ist so. Ist das so? Ja. Und bin ich so jetzt auch eine dieser Freundinnen? Das wäre ein bisschen früh, ne? Wenn wir jetzt schon an dem Punkt wären. Vor allen Dingen, weil wir vor 5 Minuten hast das überhaupt das Du. Hätte sein können, Sie sind jemand von der schnellen Sorte. Sind Sie, Sie sind also kein... Also, bei Ihnen geht es nicht so schnell? Grundsätzlich in vielen Lebenslagen? Nee, in den meisten Lebenslagen bin ich der Genießer und der Ausgiebige, ja. Ja, das ist doch nehm schön. Nehme mir Zeit. Ich nehme mir Zeit. Das höre ich gerne. Ja, das kam auch bis jetzt immer gut an. Gut, Sally. Ich glaube, Sally, wir... Ja, wir müssen. Wir müssen, gut. Ne? Bevor wir uns... Aber war ein nettes Gespräch. Ich gehe mal davon aus, wir hören uns dann bestimmt bald wieder, ne? Sally, wir hören uns. Ja, na? Dann schönen Tag noch, Willi. Dir auch. Ciao. Ciao. 30 Minuten, Leute. Einfach einen weggekaut jetzt hier. Zu geil. Aber war schönes RP. Hat sehr viel Spaß gemacht. War wirklich... alles dabei gerade. Sehr gut. Hat mich sehr gefreut. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut natürlich bei den anderen vorbei, Leute. Lasst das Däumchen da. Ich bin erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao.